Ich habe meine Pflicht getan, ich darf nach Hause. Okay. Nein. Dann fange ich an. Hallo, ich bin Sebastian. Manche Leute sagen mir, dass ich mit Dingen Erfahrung habe und Ahnung von Dingen habe. Am meisten Erfahrung habe ich damit, Sebastian zu sein. Das bin ich schon ziemlich lange. Ich mache Dinge mit Computern seit 1990. Da habe ich einen Amiga 500 bekommen und nach wenigen Wochen Basic aufgegeben, mit Basic irgendwie den Grafikchip auszunutzen. Und musste dann Assembler lernen, damit ich irgendwo in den Speicher was schreibe, damit Pixel auf dem Bildschirm die Dinge tun, die ich haben wollte. Das habe ich ziemlich lange gemacht, bin in der Demoszene mit dem Programmieren sozialisiert worden, Echtzeit 2D, 3D-Grafik. Ziemlich nahtloser Übergang zwischen dem und Zivildienst und Praktikum vor dem Studium, da bin ich mit PHP in Berührung gekommen, 98. Damals war PHP 3.0 irgendwas aktuell. Und bin dann ziemlich schnell in Kontakt gekommen mit den netten Menschen, die an PHP arbeiten. Habe dann angefangen, Ideen einzubringen, wie man was man in PHP 5 mit Objektmodell und Reflection API und so Iteratorengeschichten und solchen Dingen machen können wollen würde vielleicht. Und habe da mitgeholfen, PHP auch zu testen. Und das war mein Einstieg in Open Source. Und ich arbeite dieses Jahr im 25. Jahr an PHP Unit. Irgendwann 2000 habe ich damit angefangen. Ich weiß nicht genau, wann das war. Ich weiß, dass es 2000 passiert ist, weil ich weiß, dass ich Menschen auf der weltweit zweiten PHP-Konferenz hier in Köln, von der wir damals alle dachten, das wäre die erste Konferenz, aber seit 2019 weiß ich, dass das erst die zweite war, weil Tokio war 3 Wochen früher. Ich weiß, dass ich im Oktober 2000 Menschen von PHP Unit erzählt habe, dass ich da was am Experimentieren bin und habe mich aber erst getraut, das 2001 zu veröffentlichen. Deswegen ist das, was im Copyright überall steht. Ich habe bis dahin gehofft, dass irgendjemand anders vielleicht auch was macht, aber das ist dann an mir hängen geblieben. Seit 2009 helfe ich Teams, Software mit PHP zu entwickeln, Consulting, Coaching, Training. Das machen wir da, das sage ich vielleicht am Schluss noch was dazu. Ich möchte nicht allzu viel Werbung machen. Ich rede jetzt hier heute Abend, erzähle euch was von Testen mit PHP Unit. Ja, klar. Aber mit einem ganz klaren Fokus auf das Testen mit sogenannten Doubles. Ja, was man mittlerweile weitläufig so als Test-Stubs oder Mock-Objects bezeichnet. Warum machen wir das? Weil wir sehr häufig mit objektorientierten Systemen arbeiten. Das ist dann ein Netz aus kollaborierenden Objekten, die miteinander Nachrichten austauschen oder wenn man nicht sozialisiert worden ist mit so Programmiersprachen wie Smalltalk oder Self, dann sagt man, dass ein Objekt eine Methode auf einem anderen Objekt aufruft. Ich finde das furchtbar. Ich denke da immer drüber nach, also so wie ich es ursprünglich mal gelernt habe, dass da Nachrichten geschickt werden. Die Metapher finde ich ganz hilfreich in vielen Situationen. Und die große Idee ist da eben dieses Nachrichten schicken, dann kann ich mir in diese Nachrichten manchmal reinschauen. Meistens will ich das nicht, aber in ganz wenigen Fällen ist das halt ganz, ganz sinnvoll, um rauszufinden, was passiert denn hier in meinem System und was will ich denn da vielleicht verifizieren. Jetzt habe ich gerade von Netzen, von Objekten, von kollaborierenden Objekten und solchen Dingen gesprochen. Was gibt es denn für unterschiedliche Arten von Objekten? Und für mich die beiden relevanten Gruppen von Objekten, natürlich gibt es, ne, man kann 2 EntwicklerInnen fragen und man kriegt 3 unterschiedliche Antworten, was für Arten, unterschiedliche Arten von Objekten es gibt. Das, wo ich mich heute Abend drauf konzentriere oder fokussiere, sind zum einen Services. Darunter verstehe ich Objekte, die einen Computational Process kapseln. Ich versuche jetzt gerade mir zu überlegen, was denn eine sinnvolle deutsche Entsprechung zu Computational Process wäre. Naja, irgendein Prozess, der was berechnet, der eine Geschäftslogik ausführt, der vielleicht eine Steuerberechnung für einen Warenkorb durchführt oder berechnet basierend auf Gewicht, mit welchem Paketdienstleister das am sinnvollsten verschickt wird und was das kostet oder. Also irgendwas, wo etwas, wo Logik passieren muss, wo der Geschäftswert vermutlich ist. Und ich glaube ganz stark, dass so ein Service, also ein Objekt, was so einen Computational Process implementiert, das tun sollte, indem es ein Interface implementiert, weil dann werden viele Dinge leichter. Also zumindest ich kann dann besser darüber nachdenken und ich habe die harte Trennung zwischen
So sieht die Schnittstelle aus und da ist die Implementierung und vielleicht will ich irgendwann mal andere Implementierungen haben. Spätestens beim Testen ist es total hilfreich, andere Implementierungen zu haben, wenn es recht, wenn man mit Doubles arbeiten möchte. Und ja, man kann auch Extendable Classes doublen, das ist aber hässlich. Ja, also zum einen für euch, die ihr das mit euren Projekten tun wollt, weil das ist eigentlich immer, wenn ich das tun muss, ein Indikator dafür, dass das Design meiner Software noch nicht so gut ist, wie es fit sein könnte und vielleicht auch sein sollte. Aber unter der Haube von PHP Unit, wenn ich dann sage, ich hätte hier gerne einen Stub oder einen Mock von dieser Extendable Class, das wird richtig hässlich und da können ganz komische Probleme passieren. Deswegen immer, wenn man das vermeiden kann, super. Neben diesen Services gibt es dann etwas, was viele Leute Business Objects nennen. Das sind für mich in den allermeisten Fällen Immutable Value Objects, also irgendwelche Wertobjekte, die ja, skalare Werte kapseln, damit man da eine sinnvolle Semantik mit assoziiert hat, damit ich nicht irgendwelche Floats durch die Gegend reiche, sondern mit irgendwelchen Objekten, wo dran steht, jawohl, das hier ist ein Gewicht, das ist eine Größe, das ist ein Geldbetrag und. Damit ich typsicher damit arbeiten kann, dass ich überall im Code sehen kann, aha, hier wird eine E-Mail-Adresse erwartet, hier wird ein Geldbetrag erwartet, hier wird was auch immer erwartet und nicht einfach nur ein Int. Denn ein Int ist zwar technisch sinnvoll, dass es diesen Datentyp gibt, aber da hängt halt keine Semantik dran. Ja? Und wenn wir auf die Geschichte von Katastrophen in der Softwareentwicklung kaufen, dann schauen, dann sind da ganz viele schlimme Dinge passiert im Laufe der Jahrzehnte, die dadurch entstanden sind, weil einfach nur Ints oder Floats durch die Gegend gereicht wurden, wo aber eine völlig unterschiedliche Semantik beim Aufrufer und bei der aufrufenden Funktion darüber war, was denn in diesem Float drinsteht. Ja, wer da mal schauen will, so ein berühmtes Beispiel ist der Mars Climate Orbiter. Ja. Da hat ein Teil des Teams mit dem metrischen System gerechnet, das andere Team nicht. Man hat sich nur Floats durch die Gegend geschickt. Man hat Integrationstests so weit nach hinten geschoben, dass das erste Mal der Code den anderen Code aufgerufen hat im Orbit vom Mars und dann haben die Werte nicht gepasst. Und dann hat's, wenn es nicht im Weltraum gewesen wäre, hätte es dann Boom gemacht. Aber trotzdem waren ein paar hundert Millionen weg. Also, das sind für mich so Business Objects, so Wertobjekte oder eben sowas wie Entities. Genau. Manche sagen dazu nicht Business Objects, sondern Newables. Mir ist das relativ egal, wie wir das nennen. Beide Begriffe sind geläufig. Der Unterschied für mich liegt zwischen Service und etwas, was kein Service ist. Ja, also ich habe jetzt hier, das repräsentiert einen Wert oder das repräsentiert eine Entität in meinem System und das andere ist ein Prozess, eine Logik, eine Algorithmik, die damit irgendwas anstellt. Wenn wir jetzt Tests schreiben für unsere Software, dann kommen wir in Situationen, wo wir manchmal ein Objekt testen wollen, ohne dass Code von einem echten kollaborierenden Objekt davon ausgeführt wird oder dass eine echte Abhängigkeit verwendet wird. Ja, ich habe vielleicht ein Service, der eine Abhängigkeit auf einen anderen Service-ähnliches Ding hat vielleicht einen Infrastrukturservice, um irgendwie mit der Persistenz zu reden. Und ich möchte diesen Service testen können, ohne dass der echte Code von dieser Abhängigkeit ausgeführt wird, weil ich möchte diese Geschäftslogik testen, ohne dass mit der Datenbank gesprochen wird. Und immer wenn ich mich in so einer Situation finde, dann nehme ich ein sogenanntes Test-Double. Der Begriff Double kommt. Den hat sich die Software Engineering Community geborgt von der Filmindustrie. Ja, man würde beim Filmdreh ja nicht es darauf anlegen wollen, dass sich der Harrison Ford oder irgendwer anders als Schauspieler, Schauspielerin verletzt, wenn es daran geht, irgendwie eine gefährliche Szene zu drehen. Gerüchten zufolge hat Harrison Ford ja mehr Geld bei Star Wars Episode, was war es, 8, wo auch immer er gestorben ist, sorry, Spoiler. Hat er mehr Geld dafür bekommen, dass er sich den Fuß gebrochen hat, weil ihm irgendwas auf dem Set auf den Fuß gefallen ist, als für tatsächlich die Rolle? Weil so ein echter Schauspieler ist halt deutlich teurer als irgendwer, der entfernt aussieht wie der Schauspieler oder die Schauspielerin. Wenn denen das was passiert, dann ist das der Filmfirma relativ egal, das kostet nicht so viel Geld. Dem Fuß tut es immer noch weh, ja, aber für die Filmbosse ist das halt
preisgünstiger. Und bei uns ist die Metapher, und daher kommt ja der Begriff, ist es halt so, wir wollen nicht das echte, teure Ding mitbenutzen, wenn wir fokussiert den Service testen wollen beispielsweise. Ja, ich möchte die Logik testen, ich möchte nicht, dass mit der Datenbank gesprochen wird. Zum einen, weil es dann schneller ist, den Test auszuführen. Zum anderen, weil ich isoliert sein will. Weil wenn der Test dann fehlschlägt, dann muss ich immer noch schauen, ist der Test jetzt fehlgeschlagen, weil ich einen Fehler habe in dem Code, für den sich dieser Test gerade interessiert, oder schlägt der Test fehl, weil in der Abhängigkeit was kaputt gegangen ist. Und je weniger Code ich ausführe, desto präziser ist das Feedback, das mir der Test gibt, wenn er fehlschlägt, weil je weniger Zeilen Code muss ich mir anschauen, um nach der Fehlerursache zu suchen. Und wenn es um diese Test-Doubles geht, dann ist da was passiert, was nicht nur in der Softwareindustrie, sondern auch in anderen Bereichen, in anderen Ingenieursdisziplinen immer mal wieder passiert. Da hatten unterschiedliche Menschen zur ungefähr derselben Zeit sehr ähnliche Ideen und haben für diese Idee unterschiedliche Begriffe verwendet. Ja, ungefähr so Hausnummer vor 20 bis 25 Jahren fing das an mit diesen Objekten, die ich verwenden will, um mich von echten Abhängigkeiten zu isolieren. Und Begriffe, die da aufgekommen sind, sind sowas wie Dummy, Stub, Spy, Mock oder Fake. Und noch viele andere. Und vor, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, es ist auch schon 15, 16, 17 Jahre her, hat ein Autor, der Gérard Mézereau, ein Buch geschrieben, X-Unit Test Patterns, und hat sich 20, 30, 40 unterschiedliche Test-Frameworks von unterschiedlichen Programmiersprachen angeschaut und nach Mustern gesucht. Was sind gleiche Konzepte, die unterschiedliche Namen haben, und dann versucht, eine gemeinsame Begrifflichkeit dafür zu finden. Und dabei rausgekommen ist, dass das, was am häufigsten verwendet wird, sind Test-Stubs und Mock-Objects. Ein Fake wäre beispielsweise eine von Hand geschriebene Implementierung einer Schnittstelle, die vielleicht User Repository heißt, wo ich in meiner echten Anwendung dann ein MySQL User Repository habe, wo ich dann eben die Schnittstelle-Implementierung mit der Datenbank spreche. Und wenn ich jetzt von Hand zu Testzwecken ein In-Memory User Repository schreibe, was dieses Interface implementiert, dann habe ich vielleicht eine ganz einfache Implementierung, die nur im Speicher ist mit einem PHP-Array oder so, und kann mich damit sehr einfach von der Persistenzschicht abkoppeln beim Testen. Genau, was ist das genau? So ein Teststub, der sieht aus wie das echte kollaborierende Objekt, das ich ersetzen will in meinem Test. Das kann ich konfigurieren, wie es sich verhalten soll. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, okay, ich möchte hier diesen Service testen, dieser Service hat eine Abhängigkeit auf eine Schnittstelle, die heißt Database, dann kann ich jetzt sagen, hey, bitte gib mir einen Teststub, also ein Objekt, das so aussieht wie ein echtes Database-Objekt. Und wenn die Methode Query aufgerufen wird, dann gib bitte immer hart codiert dieses Array zurück mit diesen Werten. Dann kann ich meinen Service testen, losgelöst von dieser Database-Abhängigkeit, und komme eben mit diesen vorkonfigurierten Werten für diesen Methodenaufruf in den Ausführungspfad, der mich gerade interessiert. Und was kann ich da konfigurieren? Naja, ich kann konfigurieren, dass entweder für einen bestimmten Methodenaufruf ein bestimmter Rückgabewert zurückgegeben wird oder dass eine Exception ausgelöst wird. Genau, und damit kann ich ein Objekt testen, das mit der ersetzten Abhängigkeit interagiert, ohne den echten Code der Abhängigkeit auszuführen. Wenn ich da jetzt noch ein bisschen an Funktionalität drauflege auf den Teststub, dann komme ich beim Mock-Object an. Ja, das sieht auch aus wie das echte Objekt. Das kann ich auch konfigurieren, wie es sich verhalten soll. Ich kann aber darüber hinaus Erwartungen konfigurieren. Ich kann sagen, damit dieser Test erfolgreich ist, muss das Objekt, das ich gerade testen will, folgende Methode mit diesen Argumenten auf der Abhängigkeit aufrufen. Also ich kann beispielsweise sagen, der Service, den ich hier gerade teste, der muss die Methode Query von dem Database-Objekt aufrufen mit diesen Parametern. Warum auch immer ich das machen wollen würde, würde ich vermutlich nicht machen. Besseres Beispiel wäre jetzt sowas wie ein Logger. Ich teste meinen Service, da kann ich einen Logger dran anhängen, und in bestimmten Situationen soll der halt eine Methode log aufrufen mit einer bestimmten Message, wenn was passiert ist, was loggenswert ist.
Und dann kann ich eben testen, dass jawohl, wenn ein bestimmtes Ereignis passiert, dann wird das weiter kommuniziert an den Logger über eine entsprechende Message und benutze dann da das Mock-Object, um in diese Kommunikation, in diese Nachrichten, die zwischen den kollaborierenden Objekten ausgetauscht werden, reinzuschauen und zu verifizieren, dass die Kommunikation so passiert, wie ich erwarte, dass sie passiert. Genau, und damit kann ich eben die Kommunikation zwischen den Objekten testen. Ich persönlich benutze deutlich häufiger Stubs als Mocks. Mocks brauche ich so gut wie nie. Also brauche ich, wenn ich mich wirklich in den seltenen Fällen, wo mich die Kommunikation zwischen den Objekten interessiert. Viel häufiger brauche ich Stubs, um eben zu entkoppeln. Ich möchte das hier testen, das hat aber eine Abhängigkeit auf dieses andere Ding. Ich möchte diesen anderen Code, aus welchem Grund auch immer, nicht ausführen. Ersetze ich durch einen Stub. Ja, wie sieht es aus? Hier mal so, ich hätte jetzt fast evolutionsbiologisch gesagt, aber nein, aber so historisch gesehen, wie hat das irgendwann mal angefangen, bevor Test-Frameworks APIs angeboten haben, um so Test-Stubs und Mock-Objects zu konfigurieren und zu erzeugen? Man hat beispielsweise mit anonymen Klassen gearbeitet oder irgendwie von Hand geschriebene Implementierungen von einem Interface irgendwo in der Test-Suite abgelegt. Hier haben wir ein Beispiel. Wir möchten etwas testen, was ein Cell-Good-Command-Prozessor ist, ja, ein eventbasiertes System. Unseren Kommandoprozessor wollen wir testen. Da brauchen wir als Abhängigkeit einen Event-Emitter und irgendwas, was Event-Sourcing macht, also aus irgendeinem Strom von Events den Ausgangszustand für unseren Market erzeugt. Und dann können wir das Kommando ausführen und dann wollen wir vielleicht erwarten, dass irgendwelche anderen Events passiert sind oder auch nicht. Und wir haben die Abhängigkeit auf dieses Market-Sourcer-Dings und eine Möglichkeit, damit umzugehen, wäre halt eine anonyme Klasse zu schreiben, da wo ich sie brauche, implementiere dieses Interface und mache eine Implementierung von der Source-Methode, die genau ein hart konfiguriertes, hart codiertes Market-Objekt zurückliefert, egal wie oft ich die Methode Source auf diesem Objekt dieser anonymen Klasse aufrufe. Ich kriege jedes Mal genau dieses konfigurierte Market-Objekt zurück und dann kann ich meinen Test ausführen, dass so wie der Teststub konfiguriert ist, komme ich genau in den Ausführungspfad von Cell-Good-Command-Processor, den ich gerade testen will. Ja, das ist mit einer handgeschriebenen anonymen Klasse. Das gleiche könnte ich auch mit einem Spy machen. Spy ist so ein Zwischending zwischen Stub und Mock. Ein Spy, da kann ich keine Erwartungen konfigurieren, da kann ich aber fragen, hey, welche Methodenaufrufe sind denn passiert? Gerade bei so handgeschriebenen Dingen bietet sich das an. Da kann ich mir einfach mitprotokollieren, welche Parameter werden denn aufgerufen, wenn diese Write-Methode aufgerufen wird. Und dann kann ich fragen, hey, wie oft wurden die aufgerufen, welche Aufrufe mit welchen Parametern kamen denn da? Und dann kann ich mir mit so einem Spy eben auch diese Kommunikation zwischen den kollaborierenden Objekten anschauen. Wir müssen das nicht von Hand schreiben. Es ist völlig okay, das von Hand zu schreiben. Ja, heute sind die IDEs auch deutlich besser, als sie das vor 20, 25 Jahren waren. Da muss ich jetzt nicht mehr alles von Hand schreiben. Also von Hand schreiben, das klingt so archaisch und so richtig lästig. Das ist es nicht mehr, weil durch Autocomplete in der IDE geht da ganz viel. Aber für ganz viele einfache Fälle finde ich es sehr einfach ja, einfach convenient mit den aus der Tüte Funktionalitäten von PHP Unit mir die Teststubs und Mockobjects so zu erzeugen, wie ich sie gerade brauche. Das kann PHP Unit tun. Da muss ich das nicht von Hand tun. Da gibt es eine API für. Da kann ich das Verhalten von Stubs konfigurieren und ich kann Erwartungen auf einem Mock konfigurieren. Dann werden die automatisch überprüft. Disclaimer. Ich zeige euch jetzt hier die most common use cases und ignoriere dabei ganz brutal all die blutigen Edge Cases, wo ihr euch wehtun könnt und die ihr auch gar nicht machen möchtet. Und ich verschweige Funktionalität, die jetzt in den aktuellen PHP Unit Versionen deprecated ist und die im Februar nächsten Jahres aus PHP Unit 12 verschwinden werden. Wenn ihr euch dafür interessiert, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen man das falsch machen kann,
Es gibt ein Video auf YouTube, das von einem Vortrag, den ich mal gehalten habe, der heißt Avoiding Mockageddon. Mockageddon ist einer dieser Begriffe, der sich etabliert hat für: Ich mache was mit Mockobjects in meinen Tests, aber ich fasse es falsch an und mache alles falsch. Ja? Wenn man das vermeiden will, guckt euch diesen Vortrag an. Den Test von vorhin, also den Stub, den wir da erzeugt haben, den können wir mit der API von PHP Unit auf diese Art erzeugen. Es gibt eine Methode, die heißt Create Stub. Die hat genau ein Argument, nämlich den Namen einer Schnittstelle oder einer erweiterbaren Klasse. Nochmal, ihr wollt das mit Schnittstellen verwenden. Ja? Ihr übergebt den Namen einer Schnittstelle und ihr bekommt als Rückgabewert ein Objekt, das so aussieht wie eine vollwertige Implementierung von dieser Schnittstelle, die ihr dann über eine Fluent API konfigurieren könnt. Ihr könnt beispielsweise sagen, wenn die Methode Source aufgerufen wird, dann liefert sie dieses Market-Objekt zurück. Und der Rest vom Test ist genauso wie vorhin. Das Gleiche gilt auch für den Test, den wir eben mit einem handgeschriebenen Spy hatten. Wir benutzen jetzt Create Mock. Wir wollen ein Mock-Object, ja, also über den Test-Stub hinaus. Wir möchten auch Kommunikation zwischen den Objekten verifizieren und sagen hier, damit dieser Test erfolgreich ist, muss auf dem Objekt, das so aussieht wie ein Event-Writer-Objekt, genau einmal die Methode write aufgerufen werden mit diesem Argument. Wenn das nicht passiert, ist der Test fehlgeschlagen. Wenn das passiert, dann schlägt der Test nicht fehl wegen dieser Erwartung. Vielleicht schlägt er auch wegen was anderem fehl. Aber so wie er hier gerade steht, würde er nur überhaupt wegen einer fehlgeschlagenen Erwartung an die Kommunikation zwischen den Objekten fehlschlagen können. Ganz technisch passiert hier Folgendes: Ausschnitt aus PHP Unit Framework Test Case. Da gibt es die Methode Create Stub. Die hat eine Typdeklaration von String für diesen Type. Mehr kann PHP in echter Syntax aktuell leider noch nicht. Falls ihr noch nicht das Blogpost, was glaube ich letzte Woche veröffentlicht worden ist, über Generics in PHP gelesen habt von der PHP Foundation, holt es nach, lest es, da seht ihr den aktuellen Stand von Forschung und Entwicklung, was die Unterstützung von Generics und Template-Types in PHP in echter Syntax anbelangt. Was hier jetzt in Kommentaren steht, in Annotationen, die verstanden werden von PHP Storm, die verstanden werden von PHP Stan und Psalm und vielleicht auch von anderen Tools, ist: In dem String Type, der da als Parameter, als Argument reinkommt, steht der Name eines Interface oder einer Klasse. Und der Rückgabewert von Create Stub ist ein Objekt, das sowohl den Typ hat, dessen Name übergeben worden ist in $Type, als auch den Typ hat Stub. Und Stub ist ein Interface von PHP Unit. Ja, das ist ein sogenannter Intersection Type. Was kann ich da jetzt alles machen? Naja, ich kann sagen, wenn die Methode do something aufgerufen wird, dann liefere bitte immer den Wert value zurück. Das ist das im Prinzip, was wir die ganze Zeit schon gesehen haben. Jeder Aufruf von do something macht genau das. Ich kann mehr als ein Argument übergeben an diese will-return-Methode. Wenn ich das tue, dann kann ich diese konfigurierte Methode nicht mehr beliebig oft aufrufen, sondern ich kann sie nur noch genau so oft maximal aufrufen, wie ich Argumente konfiguriert habe. Wenn ich sie das erste Mal aufrufe, kommt Value, das zweite Mal another Value, das dritte Mal kommt ein Fehler. Wenn ich jetzt beispielsweise konfigurieren wollen würde, beim ersten Mal dieser Wert, beim zweiten Mal ein anderer Wert, ab dem dritten Mal und dann egal wie oft ein anderer Wert, dann müsste ich das mit einem Callback machen. Aber sowas kommt in der Praxis eigentlich nicht vor. Das ist mal wieder bei Edge Cases, die ihr nicht wollt, und bei kaputtem Software Design und so weiter. Solltet ihr zumindest mal überlegen, ob der Test, den ihr gerade schreiben wollt, sinnvoll ist. Und wenn ihr euch ganz sicher seid, dass der Test sinnvoll ist, dann ist vielleicht der Code, den ihr testen wollt, nicht sinnvoll.
Und wenn das auch sinnvoll ist, dann müsst ihr halt nicht will return, sondern will return callback verwenden. Dann gebt ihr da eine anonyme Funktion rein, die genau die Werte erzeugt, die ihr da haben wollt. Wie eben gesagt, man kann die Methode auf einem Stub konfigurieren, dass eine Exception geworfen wird. Dann nehmen wir eine will throw exception und nicht will return. Und jeder Aufruf führt jetzt halt zu einer Exception. Wenn man ganz genau wissen will, was man alles konfigurieren kann, die Testsuite von PHP Unit hat am Ende des Tages recht. Egal, was in der Dokumentation steht, die Testsuite hat recht. Und wenn ihr was findet, was in der Testsuite anders ist als in der Dokumentation, macht einen Bug auf für die Dokumentation. Besser noch einen Pull-Request. Ja. Gerne mitarbeiten. Wir können Stubs erzeugen für Interfaces, für Extendable Classes und seit irgendwann dieses Jahr, ich glaube seit PHP Unit 11.2, auch für Read-Only Classes. Das war deutlich aufwendiger, als man meinen würde. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Wochenenden da reingeflossen sind. Aber hey, Open Source heißt ja Free as in Weekend, ne? Also von daher darf ich mich ja nicht beklagen. Steht auch ganz genau da, was es nicht kann. Nicht für Final Classes, nicht für Enumerations, nicht für Typen, die es nicht gibt. Ja, was hinter den Kulissen passiert, wenn ihr sagt, hier Extendable Class und, ne? Also wenn der Typ, den ihr angebt, als Argument für Create Stub oder Create Mock, wenn das der Name einer Klasse ist, die final ist, dann kann ich davon nicht erben, um da die Methoden zu überschreiben und so weiter. Ne? Also das geht nicht und ihr könnt auch keine finalen Methoden konfigurieren. Genau. Automatic Return Value Generation, die ist standardmäßig aktiviert. Das war früher ein ganz trivial einfaches Feature. Das hat der Lars Streuni irgendwann mal implementiert zu PHP 5 Zeiten, als wir noch keine Return Type Declarations hatten. Damals war die Implementierung total simpel und total toll. Ja, da konnte man nämlich sagen, hey, ich schaue mir da irgendwie die Methode an und liefere den total einfachen Rückgabewert zurück. Also früher war das halt total einfach. Wenn ich eine Methode aufgerufen habe, für die kein Rückgabewert konfiguriert war, habe ich halt immer 0 zurückgegeben. Das hat halt aufgehört zu funktionieren, neben dem, wo wir Return Type Declarations hatten. Und dann wird das auch irgendwann rekursiv. Ne? Also wenn eine Methode als Return Type Declarations ein Interface hat, dann muss man halt dafür rekursiv was erzeugen und so weiter. Es ist sehr convenient und in vielen Cases funktioniert das. Es gibt Cases, wo es nicht funktioniert. Also wenn ihr ganz abgefahrenes Zeug macht mit Intersection Types und Disjunctive Normal Types, dann wird der Automatic Return Value Generator nicht funktionieren, weil er das nicht aufgelöst kriegt. Da müsst ihr selber den Rückgabewert konfigurieren. Man kann mittlerweile die Automated Return Value Generation ausschalten, auch über ein Attribut für alle Tests einer Klasse. Wenn man ganz strikt sein will, sollte man das vielleicht tun. Man kann Stubs erzeugen für Intersections von Interfaces, weil wir wollten ja nicht ganz so sehr in die Details gehen da. Das ist, was man alles konfigurieren kann. Das sieht viel aus und das kann einen erschlagen. Lasst euch davon nicht überwältigen, weil das meiste davon werdet ihr nie brauchen. Hoffe ich zumindest für euch. Ja? Also man kann so Dinge konfigurieren wie, wenn diese Methode aufgerufen wird, gib bitte immer als Rückgabewert den dritten Parameter zurück. Oder hier ist ein Callback und pack da die Argumente rein und dann berechne ich da was oder. Was manchmal sinnvoll ist, wenn man so Fluent APIs stubben möchte, man kann sagen Return Self-Reference. Ja, damit dann da das $sys zurückgegeben wird, was das richtige $sys ist, nämlich in dem Mock. It's complicated. Ich weiß nicht warum, aber viele EntwicklerInnen wollen ihre Teststubs und Mock-Objects klonen können oder manchmal auch nicht klonen können. Und das macht Probleme, das kann man konfigurieren. Man kann ganz viel konfigurieren, wir lassen die Details weg. Der Return Value Generator, der kann
Folgendes: Wenn es keine Return Type Declaration gibt, das sollte es heute nicht mehr geben. Ja, ihr könnt immer Mixed hinschreiben, schreibt es hin, hat den gleichen Effekt wie vorher, aber ihr habt explizit gemacht, ihr habt euch Gedanken gemacht, was hier der Rückgabewert sein sollte und es fällt euch gerade nichts Besseres ein als Mixed. Es ist nicht gut, dass euch kein besserer Typ einfällt als Mixed, aber immerhin habt ihr es explizit gemacht. Ja, das ist der einzige Use Case, warum es Mixed gibt, damit man in einer Legacy-Code-Basis, wenn man anfängt, da Typdeklaration einzuführen, sagen kann, okay, ich kann da gerade, so wie der Code steht, nicht was Spezifisches als Mixed hinschreiben, aber ich schreibe Mixed hin, um zu sagen, ich bin im Zuge dieser Modernisierungsmaßnahme, wir führen Typen ein, an dieser Stelle vorbeigekommen. Wenn ihr eine Return Type Declaration von Null habt, kommt Null zurück. Ne? Null kommt auch für Mixed und für Void. Wenn ihr eine True Return Type Declaration habt, kommt True. False für Bool, False für False. 0,0 für Float und so weiter und so fort. Das ist immer der einfachst mögliche Wert, der die Return Type Declaration zufriedenstellt. Lustig. In Anführungszeichen wird es dann, wenn wir zu den Intersection und Union Types kommen, weil was ist denn jetzt der einfachst mögliche Wert einer Union? In einfachen Fällen ist es total trivial, denn sobald da Null drin ist, kann ich einfach sagen, hey, Null ist das Einfachste. Ja, lassen wir das. Haben eben über Create Stub gesprochen, sehr ähnlich für Create Mock. Ja, auch wieder die Templated Type Geschichte. Ihr gebt einen Namen rein, ihr kriegt etwas zurück, was vom Typ ist, dessen Namen ihr übergeben hat, plus Mock-Object, damit es eine klare, über das Typsystem definierte, ausgedrückte Trennung gibt zwischen Stubs und Mocks. Kommt da Mock-Object zurück. Und ihr könnt beispielsweise sagen, ich erwarte, dass etwas genau einmal passiert und das ist der Aufruf der Methode do something mit diesem Wert. Und wenn das nicht passiert, genau so wie es da steht, dann schlägt der Test fehl. Dieses once ist eine Abkürzung für exactly 1. Ihr könnt auch sagen exactly 42, dann muss das genau 42 Mal aufgerufen werden. Könnt auch sagen exactly 0. Wenn ihr sicherstellen wollt, dass etwas nicht aufgerufen wird, kommt auch vor. Für exactly 0 gibt es die Abkürzung never. Es gibt at least once. Es gibt at least one. Ja, at least once ist Convenience Wrapper für at least. Es gibt at most. Und das kann kombiniert werden mit Konfiguration von Verhalten mit will return oder will throw exception. Ja, dieses with und dann der Wert. Das ist auch eine Convenience-Abkürzung. Wenn ich da etwas übergebe bei with, was kein Constraint-Objekt ist, also kein Objekt ist, was das Constraint-Interface von PerpUnit implementiert, dann wird da automatisch ein Equal-to-Constraint drumherum gebaut. Das erlaubt es, fast alles, was es in PerpUnit als Zusicherungen als Assertions gibt, auszudrücken beim Überprüfen von Argumenten, die an eine gemockte Methode übergeben werden. Ja, ich kann da auf Equal to prüfen, ich kann mit Identical to dasselbe Verhalten herstellen wie bei Assert Same, also dass ich einen typsicheren Vergleich habe. Ich kann greater than or equal, less than or equal oder Dutzende von Dingen, die ich da machen kann. In den allermeisten Fällen ist man mit dem Standard eigentlich ganz gut bedient. Kann man wieder sehen, was man alles konfigurieren kann, also für wie man ein Mock-Object erzeugen kann und was man dann alles konfigurieren kann. Ja, ich möchte euch mit den technischen Details nicht allzu sehr langweilen. Man kann ganz viel konfigurieren und auch hier lasst euch nicht überwältigen. Lasst euch nicht verwirren. Ganz viel davon braucht ihr nie. Und etliches davon wird in PerpUnit 12 verschwinden. Dann verwirrt es einen auch nicht mehr.
dann verschwindet das auch aus der Doku, wird alles besser. In a nutshell, in der sprichwörtlichen Nussschale, was habe ich heute versucht, euch zu erklären? Also erstmal habt keine Angst vor ganz vielen Dingen, die in der Doku stehen. Vieles davon braucht ihr nicht. Oder solltet ihr zumindest nicht brauchen. In einer perfekten Welt schon mal gleich gar nicht, aber wer lebt schon in der perfekten Welt? Ich habe gesprochen über Services, die hoffentlich ein Interface implementieren, das gedoubled werden kann. Von diesem Interface benutzen wir eine echte oder die echte Implementierung, wenn genau das ist, was wir gerade testen wollen. Also wenn ich meine echte Implementierung von einem Service testen möchte, dann nehme ich auch die echte Implementierung vom Service und erzeuge mir nicht einen Stub, den ich mir so zurecht konfiguriere, wie ich glaube, dass es sein soll, und teste dann den Stub. Das macht ihr bitte nicht. Und solltet ihr das tun und ihr dann einen Code Coverage Report erzeugen, der euch dann sagt, der Code von eurer echten Implementierung wurde gerade gar nicht abgedeckt, dann denkt bitte 5 Sekunden oder wie lange es dauert nach, bevor ihr ein Ticket aufmacht, das per Unit kaputt ist und euch lächerlich macht. Und dann von Leuten, die nicht ich waren, gesagt bekommt, dass ihr was Doofes gemacht habt. Ja, macht das nicht. Das wäre Mockageddon, das wäre Overmocking. Das ist eine Ausprägung von wir halten es falsch. Ja? Also nicht das stubben, was ihr testen wollt. Wenn ihr die echte Implementierung von der Schnittstelle testen wollt, dann nehmt die echte Implementierung der Schnittstelle. Wir benutzen ein Teststub von diesem Interface, wenn wir etwas anderes testen wollen, was eine Abhängigkeit auf dieses Interface hat. Wir benutzen ein Mock-Object von dieser Schnittstelle, wenn wir uns in unserem Test wirklich für die Kommunikation zwischen den beiden Objekten interessieren. Und das Wichtige an der Stelle ist halt wirklich dieses wirklich. Also nur ein Mock-Object verwenden, wenn ich mich wirklich, wirklich, wirklich für die Kommunikation zwischen den Objekten interessiere. Warum? Das ist eine sehr starke Kopplung an die Implementierung, die irgendwo hinter dieser Schnittstelle steckt. Und in fast allen Fällen hat es mich nicht zu interessieren, was die Implementierung da macht. Ich kann von mir aus mit wem auch immer reden, solange das irgendwie sinnvoll funktioniert und den Vertrag erfüllt. Dann und nur dann, wenn es für meinen Test wirklich wichtig ist, wie die Kommunikation da abläuft, beispielsweise, dass das Logging funktioniert, dann benutze ich ein Mock-Object. Ansonsten Mock-Object vermeiden, weil es sehr schnell zu einer sehr starken Kopplung zwischen Testcode und getestetem Code führt und das fällt einem sehr schnell, sehr schmerzhaft auf die Füße, wenn man mal anfängt dann zu refactoren, weil ich habe mir die Welt so zusammengemockt, wie sie mir gefällt und dann funktionieren meine Tests weiter, obwohl ich eigentlich grundlegende Dinge geändert habe. Und dann merke ich irgendwann, das funktioniert nicht, aber der Test sagt, es funktioniert. Ah, testen ist doof. Sebastian ist doof, PHP Unit ist doof, PHP ist doof, alles doof. Wir lassen das mit dem Testen, es bringt ja alles nichts. Das ist einer dieser Fehler, der genau dazu führt. Ja, klammert euren Testcode nicht an den getesteten Code. Lose Kopplung ist auch hier wichtig. Bei Wertobjekten, die sind immutable, die brauche ich nicht zu stubben oder mocken. Ich würde ja auch kein Integer oder ein Float oder ein String oder ein Bool stubben oder mocken wollen. Die sind immutable, die kann ich lustig durch die Gegend reichen, die gehen nicht kaputt. Klammer auf, solange niemand komische Dinge mit Reflection macht, Klammer zu. Die kann ich nicht doublen, weil die sind final. Und das ist auch nicht schlimm. Weil das ist witzlos, also zumindest meiner Meinung nach. Es gibt Leute, die haben nicht meine Meinung, das ist völlig okay. Die bauen sich dann so Dinge, die sich per Stream-Wrapper in das Class-Loading hängen und aus dem Code, der geladen wird, während die Tests laufen, das Final-Keyword und das Read-Only-Keyword und so wegschmeißen.
wo wir gerade dabei sind, machen wir auch Private Protected und so weg, weil wir machen alles auf. Dann machen wir Tickets auf für die Frameworks, die wir verwenden, für die Abhängigkeiten, die wir verwenden, dass irgendwas kaputt ist. Genau. Ja, diese Newables, die müssen nicht gedoppelt werden. Im schlimmsten Fall, und das ist gar nicht schlimm, das ist ja genau bei Design, nur halt einen Schritt weiter noch. Wenn ich da Kontrolle darüber brauche, mit welchen Newables da irgendwo interagiert wird, dann stubbe ich im Zweifel mein User Repository, was mir dann genau die User-Objekte zurückliefert, die Newables, die ich, die Entitäten oder Wertobjekte, die ich brauche in meinem Test. So, ich habe es angedroht, ein wenig Werbung. Meine Firma macht seit 2 Jahren etwas, was richtig cool ist. Also das muss ich sagen, weil, ne, ich bin bei der Idee und bei der Durchführung nicht ganz unbeteiligt. Wir haben eine Flatrate, eine Weiterbildungs-Flatrate, wo ihr ungefähr 250 Stunden im Jahr bekommt in einem Abo-Modell, wo die Firma ja, einen Abo-Betrag zahlt für einen Sitz und auf diesen Sitz in jeder unserer Schulungen kann eine Person geschickt werden. Da muss nicht dieselbe Person in jede Schulung von uns kommen. Die meisten unserer Kunden machen das so, dass das aufgeteilt wird. Die Entwicklerin geht gerne dahin, der Entwickler geht gerne dahin, das teilt sich gut auf. Und ein regelmäßiges Format, was ich habe, ist der Testers Corner. Das ist jeden Monat 45 Minuten, ein Thema, kurz und knackig. Und das nächste Mal findet es statt, 12. September. Ich glaube, das ist nächste Woche. Da spreche ich darüber, was testbaren Code ausmacht. Und warum sage ich das? Weil ich euch da gerne einladen möchte. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, um reinzuschnuppern, wie das so ist, dann schreibt mir gerne eine E-Mail und ihr kriegt von mir eine Einladung. Ja, und wenn ihr euch da informieren wollt, da ist ein QR-Code, der führt hoffentlich irgendwo hin, wo eine Webseite ist. Was weiß ich schon von Webseiten? Ich baue Kommandozeilentools. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe euch weniger verwirrt. Also ihr seid jetzt weniger verwirrt als vorher. Ihr wisst, was Stubs und Mocks sind und wann man sie verwenden will und wie man sie halten will und wann man sie eher nicht verwenden will. Und hoffe, dass es mit dem Testen weiterhin Spaß macht und Dinge so funktionieren, wie ihr wollt, dass sie funktionieren. Vielen Dank.